Wir haben gemeinsam die Aktivitäten im HEAD-Projekt gestartet vor 4 Jahren, um humanitäre Hilfslieferungen ferngesteuert auszuführen. Das HEAD-Projekt beschäftigt sich damit, die letzte Liefermeile der Nahrungsmittellieferung in schwer zugänglichen Gebieten, wo der Fahrer die Menschen in Gefahr wären, auszuführen. Wir stehen hier in Volkach bzw. Nordheim auf einem Bundeswehrgelände und dürfen unsere Validierungskampagne vom AHEAD-Projekt bzw. der AHEAD-Forschung, die verschiedene Projekte Finanzierung beinhaltet, durchführen und haben hier die Möglichkeit, zum ersten Mal unseren Sherp auch im Wasser teleoperiert betreiben zu können. Wir erhöhen die technologische Bereitschaft oder die Reife unserer Entwicklung hier auf dem Gelände. Wir haben eine Mission Operation Zentrale, die Daten zusammenfasst von Luftbild, von Satellitenbildaufnahmen, die also eine grobe Missionsplanung ermöglicht, das Headquarter. Diese Organisationseinheit schickt dann die Daten über normale Internetverbindungen an das lokale Mission Operationszentrum, was wir hinter uns sehen, nämlich einen 22-Fuß-Container, der portabel ist, den wir irgendwo ins Einsatzgebiet transportieren können. Und von diesem portablen, lokalen Missionsoperationszentrum schicken wir dann Daten durch verschiedenste Kommunikationswege zu dem teleoperierten, teilautonomen Fahrzeug. Teleoperation ist uns wichtig, da wir in dem Szenario hier wirklich es mit sehr komplexen Umgebungen zu tun haben. Um die Teleoperation des Sherp-Fahrzeugs zu ermöglichen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und dem Operator, der sich entfernt im Local Mission Operations Center befindet. Um die robuste Kommunikation zwischen Fahrzeug und Operator sicherzustellen, setzen wir 3 verschiedene Kommunikationssysteme ein. Zum ersten eine direkte Funkkommunikation zwischen dem Fahrzeug und dem Local Mission Operations Center. Zum zweiten nutzen wir vorhandene Mobilfunksysteme. Zum dritten nutzen wir Kommunikation über den Satelliten. Hier nutzen wir das Starlink-System. Dabei wird automatisch der beste, robusteste Funklink oder Kommunikationsweg ausgewählt, um stets eine dauerhafte Kommunikation zwischen dem lokalen Mission Operations Center und dem Fahrzeug herstellen zu können. Bezüglich Kommunikation gibt es mehrere wichtige Aspekte. Zum einen muss die Kommunikationsverbindung robust sein. Deswegen setzen wir hier mehrere Technologien ein. Zum zweiten ist eine niedrige Latenz, sprich eine niedrige Verzögerung, notwendig, sodass der Operator ein gutes Gefühl für das Fahrzeug haben kann während der Bedienung. Zum dritten muss die Bandbreite ausreichend groß sein, sodass Live-Bilder ausreichend schnell und in ausreichender Qualität übertragen werden können. Wir sind initial gestartet mit World Food Programm, die größte UN-Organisation weltweit, die Nahrungsmittel für Bedürftige in alle Regionen der Welt ausliefert. Mittlerweile, traurigerweise, durch die aktuellen Entwicklungen, die wir haben, im Ahrtal beispielsweise oder vor kurzem auch in Bayern, immer wiederkehrende Überschwemmungen, unkontrollierbare Zustände, wird auch die Technologie die Möglichkeit, ein Amphibienfahrzeug aus der Ferne, aus der sicheren Umgebung bedienen zu können, immer wichtiger für uns, auch in Deutschland. Ja, das ist einfach spannend, wenn man im Prinzip die Entwicklungen, die man so im Labor durchgeführt hat, und auch so die ersten Tests am Standort, wenn man das dann wirklich so ins Feld bringen kann, wenn man wirklich einmal rausgeht und dann sieht, was funktioniert wirklich im Felde. Und dafür ist auch diese Validierungskampagne gedacht. Also wirklich mit dem Ziel, wir wollen zeigen, dass wir mit diesen verschiedenen Kommunikationssystemen dieses Sherp-Fahrzeug robust teleoperieren können und das wirklich in einem
Szenario, das entsprechend relevant ist, zum Beispiel für das Welternährungsprogramm oder auch das Bayerische Rote Kreuz. Schwerpunktmäßig arbeiten wir an der Kommunikation und Navigation für die Raumfahrt. Ich finde es toll, dass wir es in diesem Projekt geschafft haben, unsere Erkenntnisse aus der Raumfahrt auf die Erde zu transferieren und hier in einem humanitären Projekt einzusetzen. So, you are ready for teleoperation. Yes, and for that you have to drive back here and then we would start from here.